So, falls mir überhaupt jemand zuhört oder sich das anguckt, herzlich willkommen. Ich habe jetzt immer in meinem angefangenen Let's Play so gesprochen, als hätte ich ja so viele Zuschauer, keine Ahnung. Wenn sich jemand anguckt, wunderbar. Wenn es jemandem gefällt, auch cool. Wenn nicht, egal. Ich spiele das hier zum Spaß und wollte so eine Aufnahme schon immer mal machen. Von daher, da es um nichts geht, nur an Spaß, an der Freude beim Zocken. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Entweder, wie gesagt, vielleicht gefällt jemandem oder nicht. Das ist jetzt für mich weniger von Bedeutung. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn es jemandem so gefällt. Das steht ja ganz außer Frage. So, jetzt bin ich hier in einer Gießerei. Okay. Zum Snipern ist die Knarre ja ganz gut. Auf, weil er doch nicht geballert. Habe ich überhaupt irgendwas? Oh Mann. Ah, scheiße, Glory Kills verpasst. Ich muss mal jetzt so drauf prügeln. Macht nichts. Hätte ich so mal in Ruhe gelassen. Aber es war ja klar. Du willst nicht, Junge. Kampfbewertung. Na super. Naja. Kampfbewertung, du kannst nicht schießen oder was? Ja, ja. Oh geil, Upgrade. Upgrade für irgendeine Waffe. Cool, die haben wir beiden schon und jetzt Mikroraketen oder Zielfernrohr. Da ich nicht schießen kann, brauche ich irgendwas, was explodiert. Na, nehmen wir erstmal die Mikroraketen. Jawohl. Das ist aber äußerst schick. Ich mache trotzdem Waffenwechsel. Ne, Knarre bald ich nicht. Ich nehme meine Schrotflinte. Eigentlich mir mit fast das Liebste. Ich mag einfach Schrotflinte. Es gibt keinen Shooter ohne Flinte. Mit den Gegnern kann man auch Knarre nehmen. Nee, der explodiert. Ja, sehr intelligent, den zu prügeln. Sag mal, erschießen die sich da. Ey, das sind meine Kills. Deathmail. Meine Kills! Vollidiot! Meine Güte! Töten die sich schon gegenseitig? Naja, obwohl. Hätte ich es mal zugelassen. Nee. Brennt alles Feuer. So.
Mal gucken. Ah ja. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Na geil. Was haben wir denn hier? Das Fernsehprogramm ist aber nicht unbedingt sehr nett. Kerntemperatur steigt. Programm geht. Läuft hier auch irgendwo ein Countdown oder so? Und warum geht das Fernsehprogramm nicht weiter? Klar. Ich muss da runter, oder was? Was gibt's hier? Eine Tür. Ja, geilo! Upgrades! Für den Anzug! Ha! Wenn wir erst darüber gegangen hätten, wahrscheinlich gesucht, hier durchgeguckt und gedacht, ach scheiße. Ah ja. Gut. Shooter mit so Jump'n'Run-Elementen. Ist ja gar nicht so mein Ding, aber naja, mal gucken. Wird schon irgendwie werden. Ziemlich geil gemacht, die ganze Umgebung. Ja. So viel dazu. Aha. Hoffentlich gibt es nicht zu viele von diesen Passagen. So mies in sowas. Hier rüber oder fast wieder runter. So. Ja, so kann man das auch machen mit dem Handabdruck. Optimal, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Geht nicht. Kettensäge. Ich weiß nicht, wenn der dahin teleportiert wurde, oder naja, die teleportieren sich selber, oder? Gute Frage. Gibt's bestimmt noch mehr. So, jetzt soll ich ja hier das Ding benutzen können. Zugang gestattet. Gasleck versiegelt. Ah ja, da unten haben wir mal wieder so ein Blutnest oder wie es heißt. Ja, dann soll es ja gleich wieder actionreich werden. Nee. Das hebe ich mir mal schön auf, die ganzen Sachen mit Armor und so ein Kram. Warum müssen dämonische Sachen eigentlich immer so eklig sein? Naja. Okay, los geht's. Oh. Oh, wenn man ja treffen könnte. Mann. Sollte doch irgendwo mal so ein Trainingslager geben. Schießen für Anfänger oder Idioten. Was bist du für einer? Du leuchtest aber schön. Ich prügel lieber drauf ein. Ich bin besser. Au. Sag mal.
So, da wird jetzt erst geprügelt und dann gefragt. Boah, bist du so schnell hergekommen? Oh. Okay. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Ich hätte jetzt mal ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut. Ja. Besten immer alle Dämonennester auslöschen oder so. 9 Schuss noch für die Schrotflinte. Na ja, gut. Irgendwo wird schon Munition rumliegen. Hier war nichts mehr. Ha. Ah ja. Schön. Sieht doch schon besser aus. Und dahinter steht bestimmt jetzt schon wieder. Hab ich's doch gewusst. Ich den mit der Knarre von hier. Boah, ich will auch so einen Strahl haben. Ich will auch sowas. Ja, die Knarre macht einen Mörderschaden, aber hier. Bah, einfach ordentlich einen voll die Maske prügeln. Was war das? Oh, Tür ging zu. Alles klar. So. Ich glaube, ich muss demnächst mal die Knarre verstärken, weil. Wer weiß, wenn die Muni mal knapp ist, dann. Was denn jetzt? Scheiße, wo bin ich denn nun? Ich will wieder nach oben. Hier bin ich nie gelandet. Oh, Dämonennest. Oh, wo war das? War das hier drin? Da drin? Da drin anscheinend. Gut. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Ich weiß ja nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist mir zu ruhig. Ich nehme alles zurück. Immer ordentlich voll die Maske bügeln, dann geht das. Das ist so eine Ort-Taktik. Erst bügeln, dann fragen. Oh ja, die mit Schild. Das hier aber. Ausnahmsweise habe ich mal relativ schnell erledigt. Normalerweise quäl ich mir mal voll einen ab, aber naja, gut. Wenn sich das jemand anguckt, ist es ja zu sehen. Anguckt, nicht abguckt. Diese Spielweise sollte man sich nicht angucken. Cool, gelbe Schlüsselkarte. Ja. Was haben wir hier noch? Was? Oh. Fuck! Sie werden größer! Wo kommt denn der her? Die Frage ist, was will er? Oh. Cool. Oh.
Yes! Geil! Voll neuer Codex-Eintrag! Da steht drin, sie wird größer. Krieg ich jetzt mein Glory? Nö. Oh Mann! Keine Munition mehr, na super! Geil, und einen Waffenpunkt erhalten, ja, keine Ahnung. Geht wahrscheinlich nach Kills. Ah, hier geht auch nicht. Aha, da blinkt was Schönes, sieht aus nach Rüstung, die ich auch gut gebrauchen könnte. Was haben wir hier? Irgendwas, was wir nicht mitnehmen können oder was ich nicht mitnehmen kann, wie auch immer. Sehr schön. Geile, düstere Atmosphäre. Blaue Tür, komme ich nicht rein. Ich habe ja einen gelben Schlüssel. Komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Finde ich da einen Weg? Wenn man nicht springt, gar nicht. So weit ist schon mal klar. Wenn ich das versuche, geht es schief. Geilo! Okay. Schade. So. Was gibt's denn? Nee, ich vertraue der Sache nicht. Da kann man runter. Da gehe ich erstmal runter. Ja, gute Frage. Ey, da ist ja noch einer. Ist hier noch mehr? Geil. Ich hör's doch. Wo ist er? Macht da keiner eine Spielbewertung. Ja, der hebt ab. Der war so eine reingeprügelt, das hat selbst die Schwerkraft aufgehoben. Geil. Hm. Da ist ja noch einer. Dunkle, enge Gänge. Genau das, was ich an so Spielen ja total liebe. Verprügeln sie mit ihren eigenen Armen, alles klar. Mal wieder schön. So, wer ist das? Okay. Blutnest. Ja, muss ich wahrscheinlich erledigen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich wollte. Ich folge erstmal dem dunklen Gang. Der dunkle Pfad muss nehmen. Ey, sag mal. Sagen, der lebt ja noch, aber der sah ja vorher schon nicht so aus. Gibt's noch ein bisschen Armor? Ah ne, hier geht's auch weiter. Dunkle, enge Gänge. Ich hasse es. Aber atmosphärisch echt cool gemacht. Ich hab das gehört. Aha. Sind ja jetzt schon da, ich dachte, ich muss erst das Nest kaputt machen. Nee, 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 nee. Super.
Einfach prügeln, prügeln. Eher ein Let's Play statt ein Let's Play. Okay, deswegen mag ich Rotflinte einfach wegprügeln. Okay. Ja, hier ein Blutnest, wenn die Dämonen gleich gespawnt werden. Nice. Da falle ich bestimmt runter. Na gut. Was soll's. Action kann man ja gleich starten. So. Guck nur mal eben, wie lange die Aufnahme schon geht. Von daher nehme ich jetzt noch schnell Armor auf und mache hier mal einen kurzen Cut, damit mein Video nicht zu lang wird. Und naja, falls sich jemand anguckt, wir sehen uns im nächsten Video wieder.